Leute, willkommen zu einem nicht verrecken. Willkommen zu einem weiteren Video. Ja, es ist sehr lange her wieder, dass was von mir kam. Da werde ich euch vorab gleich mal erzählen, warum das so war und ja, dies, das. Also in der ganzen Zwischenzeit, ich war eine Woche im Urlaub, dann war oft das Wetter scheiße, aber ja, das sind alles nur schlechte Ausreden, sag ich mal. Ab und zu war das Wetter gut, aber ja, wie soll ich das erklären? Meine Videos, die finden ja zu 99% fast, würde ich mal sagen, irgendwo innerorts in Bielefeld oder irgendwo finden die statt, weil da halt immer Sachen passieren, wo man, sag ich mal, ein Video drüber machen kann, was dann irgendwie interessant wäre oder so. Aber ich habe halt in letzter Zeit nie wirklich Bock gehabt, bei gutem Wetter Motorrad zu fahren und dann ja ab in die Stadt. Ich sag mal, die Leute unter euch, die selbst auch Motorrad fahren, können das vielleicht ein bisschen nachvollziehen. In der Stadt rumfahren, das macht halt vielleicht ab und zu mal Spaß. Aber ich habe das so ein bisschen, würde ich mal fast sagen, also für meine Verhältnisse, so ein bisschen überreizt. Also ich habe da halt im Moment so wirklich keinen Nerv zu, so stumpf nur durch die Stadt zu fahren, um halt dann, sag ich mal in Anführungszeichen, nur ein Video aufzunehmen. Ich bin halt die letzte Zeit, wo ich dann immer Videos aufgenommen hatte in der Stadt, ich bin halt nur Motorrad gefahren, um, ich muss ein Video rausbringen und ja, ich muss jetzt innerorts fahren, damit die Leute halt genug Material für ein Video haben, damit es ein bisschen interessant ist. Ich habe halt keine guten Ideen, was ich in so einem Video machen bzw. was ich labern kann, wenn ich jetzt gerade mal nicht innerorts rumfahre. Wenn ich innerorts rumfahre, dann kann ich halt einfach kommentieren, was gerade so abgeht. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel so wie jetzt außerorts fährt, was will ich da groß kommentieren? So, ja, die Sonne, die steht niedrig, ich fahre hier gerade 97 km/h, oh, ich bin ein bisschen zu schnell. tja, das ist halt voll, sag ich mal, eher uninteressant. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe das ja, also ich sehe das ja auch am Verhältnis, wie oft Videos geguckt werden oder wie auch immer, oder wie die Viewzeit ist, wie lange, sag mal, jeder Zuschauer durchschnittlich das Video geguckt hat. Da sehe ich halt immer so Videos, die halt nur stumpf in der Stadt sind, irgendwelchen Blödsinn machen. Will ich jetzt auch gar nicht schlecht reden, das kann ich nachvollziehen. Die Videos sind halt interessanter, die sind halt unterhaltsamer. Und die meisten Leute, also ich sag mal, 95% der Leute, die meinen Kanal abonniert haben, die haben den Kanal abonniert wegen dieser Videos. Und wenn man dann den Content, sag ich mal, umstellt oder so, dann macht sich das halt bemerkbar. Das ist halt blöd. Ich bin jetzt im Moment in so einer Phase, wo ich dann ja nicht, ich weiß halt nicht, was ich an Videos machen soll, deswegen ist in letzter Zeit halt gar nichts gekommen. Wenn ich jetzt einfach nur so wie jetzt einfach, ich fahre gerade von Kim, es ist Sonntag, ich fahre von Kim zurück zu mir nach Hause. Ich könnte halt jedes Mal, wenn ich mit dem Motorrad zu Kim fahre, könnte ich ein Video aufnehmen, aber das wäre dann ja immer die ein und dieselbe Suppe. Das ist alles hier relativ außerorts. Alter, eine Taube! Ui! Relativ außerorts, so ein paar Ortschaften, aber da passiert halt nicht. Da ist halt nichts so. Ist halt nichts groß Interessantes. Könnt ihr mal vielleicht schreiben, vielleicht habt ihr irgendwelche Anreize oder Ideen, irgendwas, wie ich das Ganze jetzt in Zukunft umsetzen kann. Also ja, ich habe noch Bock, ab und zu mal so einen Vlog in der Stadt aufzunehmen, keine Frage. Aber da ich das jetzt so, ich bin, sag ich mal, gerade so letztes und vorletztes Jahr bin ich, muss man so sagen, ich bin nur Motorrad gefahren zu 95%, um ein Video aufzunehmen, und dann bin ich nur in der Stadt gefahren. Ich bin halt kaum mal
irgendwie so gedacht, ich habe mir kaum mal gedacht, so, yo, ich fahre jetzt mal ein paar Kurven oder so. Oder das war halt eher selten. Wenn ich Kurven fahre, was soll ich da kommentieren? Und ich will halt auch keine Videos machen, wo ich jetzt wie so ein wahnsinniger Kurvenballer, weil ihr wisst ja alle, Polizei und das ist ins Internet hochstellen, das ist alles nicht so, ist alles nicht so intelligent. Ich werde jetzt aber gleich noch einen kleinen Umweg fahren, weil ich so ein bisschen schöneres, es ist heute richtig schönes Wetter und ich wollte halt eigentlich noch mehr fahren, aber es ist dann auch nicht so richtig geworden. Deswegen fahre ich jetzt gleich noch ein bisschen einen Umweg, sag ich mal so. Melle 12 Kilometer, ich biege mir hier rechts ab, ich bin hier glaube ich noch nie lang gefahren. Fahre ich mal ein bisschen noch Richtung Melle. Ja, also das ist so der aktuelle, ich habe irgendwie mein Rucksack, ich muss diese, okay, ich habe einen Rucksack nicht diese Schnalle, die man um den Bauch macht, wollte ich gerade festmachen, aber ist irgendwie nichts geworden. Oh, hier sieht es aus, als wenn, könnte hier eine gute Strecke kommen. Ja, die Sonne steht jetzt halt auch schon extrem tief. Das muss man richtig aufpassen, wenn die Sonne so tief steht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn die Sonne so tief steht, dann kann man mal leicht ein Auto übersehen oder irgendwas übersehen, was kein Licht an hat oder so. Das ist, die Sonne, die blendet einen dann so doll und dann passt man mal nicht auf oder so. Gefährlich, gefährlich. Ach, jetzt weiß ich, wo ich bin. Bruchmühlen der Kreisel hier. Ja. Jetzt kann ich es zuordnen, wo ich bin hier. Da kommt gleich ein gutes Stückchen Straße. Ein paar schöne Kurven. Ist aber auch heute viel Viechzeug unterwegs, ey. Ich höre die ganze Zeit nur, wie irgendwelche Fliegen oder irgendwas gegen meinen Helm donnert. Mein Visier ist komplett voll mit irgendwelchen Fliegenscheiß. Auf der GoPro ist wahrscheinlich jetzt auch schon irgendwas draufgeballert. Also Grüße gehen da an dieser Stelle raus an die Fliegen hier. Alter. Klebt wahrscheinlich schon eine als treuer Begleiter für das Video vor der Linse. So, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ja, was, das ist glaube ich das, was ich jetzt da alles zu sagen konnte. Also ihr würdet mir enorm helfen. Ui, schöner Mercedes. Ihr würdet mir enorm helfen, wenn ihr vielleicht mal schreiben könntet, falls ihr Ideen habt, was ich da so gegen unternehmen kann. Irgendwelche Anregungen oder so. Das Video werden wahrscheinlich jetzt nicht viele sehen, weil ich so lange inaktiv war. Davor war ich auch schon viel inaktiv. Also das macht sich immer sehr bemerkbar. Aber die, die das aktiv sehen, die mich noch ein bisschen verfolgen, auf euch baue ich, ihr müsst mir helfen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis für meine aktuelle Lage und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Motovlog, hoffentlich sehr bald. Dann würde ich sagen, haut da rein, tschüssi!